Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen The Last Outlaw und er hat 2616. Wir haben jetzt einen richtigen Brecher hier vor der Brust. Spielen wir Springer C6. Und Springer F6 gegen sein Läuferspiel. Bin mal gespannt, was er so sonst noch auf Lager hat. Hier gibt's, ja, genau, D4. D4 ist nämlich ein Scheißzug. Ich hatte den schon oft mal in einer. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, was man hier drauf spielt. Ich spiele mal D5. Ich meine, ED4 ist richtig. Ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher. Wollen wir mal gucken. Ich wollte jetzt auch nicht so viel Zeit damit verplempern, hier zu überlegen. Okay, er nimmt raus. Jetzt wird er wahrscheinlich E5 rausnehmen. Dann muss ich Läufer E6 spielen. Ja, von Bauern weniger. Okay. So geht's natürlich auch. Also geht man wenigstens auf lange Rochade. Nach Springer C3. Denk mal, dass wir den rausnehmen. Oh, spielt Läufer B3, okay. Das geht natürlich auch. Ich spiele mal König B8, muss man sowieso spielen. Das ist immer so ein Zug, den schiebt man sowieso immer ein. Oh, spielt C3 anstatt Springer C3. Das ist ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Normal kommt da der Springer hin. Ich denke mal, dass er gleich auch noch Läufer G5 spielen wird. Einfach nur um D8 zu decken. Auf Läufer G5 würde ich natürlich Läufer E7 spielen. Auch jetzt noch, wenn es Zeitverlust ist. Okay, spielt Turm D1. Bin schon am überlegen, irgendwas mit G5, H5 zu starten, aber irgendwie habe ich dafür noch keine Zeit zu. Ich muss ja erstmal zusehen, dass ich hier aus der Fessel rauskomme. Läufer C4. Was ein komischer Zug. Naja, spielen wir mal F6. Ah, ich denke mal, er möchte B4 spielen und so. Ja. Turm E1, okay. Er möchte die Fessel ausnutzen, aber diese Gelegenheit lassen wir ihm mal nicht. Wenn Läufer D5 spielt, habe ich Läufer F3. Also weil dann C1 hängt. Also wir haben ihn eigentlich schon am Schlawittchen. Wir haben auch das Läuferpaar, aber ich würde den trotzdem hier rausnehmen, den Springer. Und dann Turm E5 spielen. Ich möchte meinen Springer auf jeden Fall behalten, da auf D5, weil er sehr stark ist. Auf B5 kann ich immer noch Springer E7 spielen. A5 Läufer A7. Ja,
Ich bin gegen 2600, ey. Wenn wir das gewinnen, sind wir schon fast auf 2500, ey. Das wäre richtig krass. Sogar schon fast Springer D3 spielen. Entweder nach C5 gehen oder nach F4. F4 ist natürlich auch ein geiles Feld auf jeden Fall für unseren Springer. Ich denke mal, seit Springer C2 spielen wird. Naja. Aber wir können erstmal F2 rausnehmen. Es ist halt nur die Frage, ob mit dem Läufer oder mit dem Springer. Ich denke mal, dass wir mit dem Läufer rausnehmen. Machen wir auch. Und dann wieder nach B6 zurück. Und da könnte ich jetzt echt safe da auf B8. Okay, Turm dahin. Gut, wir können jetzt Läufer wir können jetzt Springer B2 spielen. Woraufhin wir nach König F2 Springer C4 haben. Dann hätte immer noch Läufer C1. Ja, aber er könnte auch Läufer C3 spielen. Ja, das war, glaube ich, nicht so ein guter Zug, Läufer F2. Also Springer C4. Ah ne, komm, ich gehe aufs Dauerschach. Ist egal. Ich mach einen Dauerschach. Ne, Springer C4 gefällt mir nicht so. In dieser Situation die herzugeben. Ne, das mache ich lieber nicht. Ich gehe lieber aufs Dauerschach. Er kann nicht nach E3 gehen wegen Springer C4. Und König F1 kann er nicht spielen wegen sein Läufer. König F2, Turm H2. Und nach König G3 kann ich Turm D2 spielen. Das wäre auf jeden Fall unkomfortabel für ihn. Auch wenn ich D2 rausnehmen würde. Also er muss ja das Remis nehmen. Er kann es nicht ablehnen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich wollte erst Springer C4 spielen. Ja, also merkt euch nicht D5. Nehmt einfach hier raus. Das ist auf jeden Fall der bessere Zug. Ich glaube, nach E5 war es D5. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich meine, so irgendwie war das. Aber ich glaube, den Läufer nimmt man gar nicht aus. Ich glaube, ich spiele Läufer B5. Dann Springer E4 oder irgendwie sowas. Warte mal. Was, wirklich D5? Lass mich mal überlegen kurz. Nach D5. Doch, ich meine ja. Ich meine, das wäre so ein Gambit gewesen. Also das würde ich euch auf jeden Fall eher empfehlen, als das, was ich gespielt habe. Was ich gespielt habe, ist natürlich auch geil. Weil man gibt ja auch einen Bauern auf, quasi. Also in der Variante gibt man keinen Bauern auf, aber man hat so eine ähnliche Stellung. Aber hier hat man noch lange Rochade. Ja, und das fand ich echt komisch. Also ich hatte hier schon echt erwartet, dass er Springer C3 spielt. Das wird nicht so problematisch, weil er kommt auf die B-Linie, da hätte ich nicht rausgenommen. Obwohl hätte ich doch rausgenommen, hätte ich gemusst wahrscheinlich. Aber dann trotzdem Läufer C5, Läufer B6. Aber so weiß ich nicht. Der Springer auf B1, der hat echt, ihr habt ja in der Partie gemerkt, dass der echt nicht ins Spiel kam. Ja, und hier kann er nicht hier nehmen wegen Läufer F3. Auf GF3 Turm E1, König G2 Turm C1. Und auf Läufer F3 Turm E1 Matt. Deswegen kann er da nicht nehmen. Also auf D5 meine ich. Ja, und hier so einen Zug zu spielen fand ich komisch. Und den Springer wegzuziehen, das macht man natürlich auch nicht. Deswegen Turm E5. Er kann im Moment noch nicht nach F4 gehen. Warum da das gemacht hat, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich genau, um das hier zu spielen, aber es hat ihm auch nicht wirklich weitergeholfen. Und der Springer ist jetzt nur dafür da, um C4 zu decken. Und andererseits hätte er sich auf C3 für diesen Springer abtauschen können. Was im Nachhinein natürlich sehr, sehr stark ist. Ja, und ich habe das gar nicht gesehen, dass mit den Turm A3 zu. Das war richtig schlecht von mir. Hätte ich sehen müssen, den Zug. Ja, und hier diesen, den finde ich nicht so gut, ehrlich nicht. Er kann auch ja wahrscheinlich einfach Läufer F4 spielen. In der Stellung ist das nicht so gut. Einfach.
den Turm zu haben. Es ist schon nicht schlecht, aber es fühlt sich nicht richtig an. Deswegen bin ich dann lieber fürs Remis gegangen. Was ja natürlich das Beste auch für mich drin gewesen wäre. Also dann noch auf Gewinn zu spielen, wäre vielleicht nicht das Beste gewesen. In der ernsten Partie hätte ich das auch gemacht, das Remis gegen einen stärkeren Gegner. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.